Ich freue mich am meisten die nächsten Tage, dass wir Azubis alle wieder zusammen sind und uns sehen und gemeinsame Projekte ausarbeiten. Die Stimmung ist bis jetzt super. Haben jede Menge Spaß. Recht locker und ich denke, mit der Energie kann es weitergehen. Die Idee der Bildungsfahrt ist, dass wir uns einmal im Jahr mit unseren Auszubildenden bewusst Zeit nehmen, vom täglichen Alltag und Themen uns erarbeiten, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind und für uns von Bedeutung sind. Thema unserer diesjährigen Bildungsfahrt ist Nie wieder ist jetzt. Insofern werden wir einmal in Weimar sein und zum anderen eben auch das Konzentrationslager, das ehemalige Buchenwald, besuchen. Jetzt sind wir in die Workshops gestartet, haben praktisch schon Überlegungen anstoßen, wo Parallelen sein könnten auf die heutige Zeit und wo Gefahren lauern könnten, wie wir da gesellschaftlich entgegenwirken könnten. Und da sind sehr viele inspirierende und spannende Inhalte dabei rausgekommen. Sehen wir natürlich zurzeit bei den letzten Wahlen den rechtspopulistischen Druck. Sowas wie Ausländer raus, das wird gesagt, obwohl wir uns niemals vorstellen konnten, dass das jemals gesagt wird. Es ist immer noch ein Thema, es ist immer noch wichtig und es sollte immer noch drüber gesprochen werden, wie wir jetzt gerade machen. Die Azubis haben natürlich auch noch mal Zeit zur freien Verfügung. Heute Abend können sie Weimar unsicher machen und können da mal auf eigene Faust die Stadt erkunden. Ich hatte auch den Eindruck, dass es bei den meisten auch Spuren hinterlassen hat und ich fand das auch angenehm, immer wieder auch zwischendurch zu erfahren, wie erschütternd, wie beeindruckend und auch faszinierend diese Geschichte ist, die für viele eine erste Erfahrung an solchen Gedenkstätten auch darstellte. Man fühlt sich jetzt, wo alles zu Ende ist, ziemlich überladen von den ganzen Eindrücken. Also ich denke, es braucht jetzt auch nochmal die Nacht, damit man alles sacken lassen kann. Man hat jetzt ziemlich viel gesehen, ziemlich viele Bilder angeschaut, ziemlich viele Berichte sich durchgelesen. Und man ist einfach überwältigt von diesem ganzen Gelände hier. Ja. Der Besuch der Gedenkstätte ist ja sehr emotional und ruft viele verschiedene Gefühle hervor. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man da nochmal drüber redet, den Besuch nochmal aufarbeitet, damit alle das Thema einordnen können und alle Gefühle Platz haben und alle Emotionen raus können. Was Menschen alles anrichten können. Und es war auch sehr bedrückend, diesen Ort zu betreten. Persönlich habe ich da wirklich Gänsehaut bekommen. Die Bildungsfahrt ist wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung. Und die Teilnehmer werden immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise aus ihrer Komfortzone gebracht. Sei es beim Campen im Bayerischen Wald und in der Natur und in der Wildnis. Sei es aber wie dieses Mal auch, sich mit der unbequemen, schmerzlichen Wahrheit von deutscher Geschichte auseinanderzusetzen, die schwer zu begreifen ist aufgrund ihrer Brutalität. Aber wenn man aus der Komfortzone zurückkommt, kommt man meistens gestärkt und mit guten Ideen zurück. Das Spiel hat sehr viele Gefühle.
Wir haben die Bildungsfahrt kurz nach den Ergebnissen der Europawahl hier in Weimar begonnen, mit einem sehr deutlichen Rechtsruck aus den Europawahlergebnissen. In einem Jahr, in dem wir 75 Jahre das Grundgesetz feiern, mit einem Satz, der mir sehr einprägsam ist, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir waren gestern an einem Ort, an dem die Würde von Menschen systematisch gebrochen, herabgewürdigt wurde. Und das einer Generation zu vermitteln, ist wichtiger denn je, um ihnen auch und uns eine gute Möglichkeit zu bieten, für die Zukunft richtig zu entscheiden und den Unterschied zu machen gemeinsam.